So, Hallöchen, Freunde, und ganz herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. In der letzten Folge sind wir hier auf den Tingle-Inseln stehen geblieben und wollten uns hier ein bisschen umschauen, was es hier gibt, also außer Erzen, weil davon gibt es sehr viele, aber irgendwie sonst nichts. Wir sind jetzt gerade hier, die Insel da drüben hat nicht mal einen Namen. Die da links. Ah, da ist so ein Kackwächter. Kann ich den vielleicht mit einem antiken Pfeil... Und voll daneben! Wie man antike Pfeile verschwendet. Nice! Und der stirbt nicht mal. Obwohl ich beide antike Pfeile drauf gedonnert habe und ich bin runtergefallen. Free Falling! Immerhin können wir uns da drüben auf dieser namenlosen Insel retten. Ich würde schon echt gern nach Tingela. Da gibt's halt bestimmt auch was. Da gibt's ziemlich sicher was. Wenn. Ich meine, wenn die Insel so gut bewacht wird. Warum will der Felsen da nicht runter? Felsen! Dann eben so. Meine Güte! Immer diese Extrawürste. Der wird sich auch nicht bewegen. Felsen, bitte. Dann einmal oben drüber. So geht's auch. Musst dich nicht aus dem Weg bewegen. Link, was tust du da? Da rechts sind ja eigentlich Windströmungen. Eigentlich müsste ich da ja auch hoch können. Wenn ich in so eine reinspringe. Hier? Hui! Und hoch, wenn ich sie treffe. Windströmungen, hallo? Hallo, hier? Warum werde ich nicht hoch? Link, halt dich fest. Link, halt dich an der Wand fest. Link, what the fuck? Wow, ich bin ganz unten. Herr Daru ganz am Boden. Hier muss es halt safe was geben, sonst wäre das nicht so gut bewacht. Aber ich glaube, da sollen wir noch nicht hin. Ich bin mir ziemlich sicher, da sollen wir noch nicht hin. Ich schaue jetzt übrigens auch... wir teleportieren uns erstmal nach Ding. Ah, wie hieß die neue Stadt, die gebaut werden soll? Keine Ahnung. Ich werde jetzt auch versuchen, jetzt in ein oder zwei letzten Aufnahmesessions die kompletten restlichen Folgen nachzusynchronisieren. Das heißt, dass heute und morgen dann noch eine nachsynchronisierte Folge kommen. Und ist das dann eben wahr? Dann eben wieder die normalen Folgen kommen. Wo ich ja zum Glück die Tonspur noch hab. Wo der Herr es natürlich nicht verkackt hat. Ah, meine Nerven. Dumm Daru. Ich habe halt echt keine Ahnung, wie die Tonspur verloren gehen konnte. Ich glaube, da habe ich mich schon genug drüber geärgert. Ich wüsste gern, was ich glaube. Wir sollten mal, da unten soll doch irgendwo noch ein Stall sein. Ich glaube, das war mein Plan, jetzt den Stall zu suchen. Auf jeden Fall werden wir wieder ein paar Erkundungen machen. Ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Hat sich ja bis jetzt bewährt, auf jeden Fall. Feuerfledermaus, geh mir... Feuerfledermaus, geh mir aus dem Weg. Feuerfledermaus, lass mich bitte in Ruhe. Feuerfledermaus, please, geh weg. Könnt auch. Alter! Wie ich fast nicht getroffen hätte. Einfach alle aus dem Weg. Eine Ausdauerstrecke. Hey! Drive-by mitgenommen. Mache ich auch immer. Also wenn ich von Skeletten angegriffen werde, ich sammle erstmal Insekten. Es hat sich auf jeden Fall bewährt. Ah, ich wollte gucken, ob ich da vielleicht rüber mit dem Gleiter rüberkomme. Versuche ich das gerade wirklich? Es ist ja wohl ziemlich safe, dass ich das nicht schaffe. Ich kann mich gar nicht mehr an diesen traurigen Fehlversuch erinnern. Die Insel ist doch viel zu hoch, um da rüber zu kommen. Wie soll das bitte funktionieren, wenn ich nicht 10.000 Ausdauer habe? Wenn ich nicht sämtliche Erweiterungen in Ausdauer gepackt habe, komme ich da ja nicht rüber. Moment, das sieht gut aus.
Das sieht wie ein richtig guter Versuch. Es könnte ein bisschen niedrig sein, wenn wir in die Wand kommen. Und natürlich Wächter. Ja, es hat nicht so ganz funktioniert, wie es sollte. Habe ich irgendwas für die Ausdauer? Ich glaube nicht, aber es war knapper, als ich gedacht hätte. Es war knapper, als ich das erwartet hätte. So, Akala-Turm. Wir können da mal hoch und schauen, was es da alles gibt. Da müsste ja eigentlich der Todesberg sein und so. Wir teleportieren uns mal zum Stall, war das, glaube ich. Ich glaube, das war der Stall. Ich habe das nicht richtig gesehen. Welcher Schrein da ist. Aha, mit Octorok-Ballons können wir Objekte hochsteigen lassen. Interessant. Warum wissen wir, ja, das ist der Stallschrein. Dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Guck mal, da hinten sind auch noch Ruinen. Da kann man sich ja auch mal umschauen. Irgendwelche Secrets finden. Und da hinten ist ja auch diese komische Spirale. Aber ich gehe erstmal. Guck mal, hier ist auch noch, was sind denn das? Säulen, irgendwelche zerstörten. Da müsste man eigentlich mal gucken, ob das mit den Grundmauern von irgendeinem wichtigen Zelda-Gebäude übereinstimmt. Ah, wie schön. Ich bin ja ein riesen Freund von diesem ganzen, da ist wieder so ein Windrad, von diesem ganzen tragischen, so. Ich bin ein riesen Fan von Ruinen. Ich will immer so die Hintergründe wissen und so, warum ist es eine Ruine, was war da früher? Also ich liebe auch Burgruinen. Ich war früher als kleines Kind, war ich ständig auf irgendwelchen Burgruinen. Jetzt, in letzter Zeit, relativ selten tatsächlich. Könnte man mal wieder machen, weil ich wohne ja eigentlich direkt an der Bergstraße. Nee, Quatsch. Ist es Bergstraße? Heißt die Bergstraße? Ja, doch. Weinstraße. Nein. Weinstraße oder Bergstraße? Also es ist... Ich wohne jetzt nicht direkt da, aber es ist... ich bin mit der Straßenbahn und mit dem Bus, also mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln, bin ich in einer Stunde da. Und da entlang gibt es hier auch etlich viele Burgen. Jetzt muss ich mal überlegen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann geht's nach Hessen rein. Da will man sich dann lieber von fernhalten, ne, von Hessen. Aber da gibt's auch noch ein paar. Nein, Spaß. Ja, es gibt schon einige Burgen bei mir in der Umgebung. Wüsste man eigentlich. Das könnte ich mir mal aufschreiben. So. Oh, da ist ein Stein. Mit einem Krog drunter. Ui, du hast mich entdeckt. Tschüssi. Herr Daro macht während seines Let's Plays, wie ich den Stein in der Luft zerschlagen habe, macht während seines Let's Plays Reiseplanungen. Sehr gut. Das ist überhaupt kein Schrein. Das ist. Was ist das? Das ist ein Sockel. Ganz komisch. Ganz ominös. Gibt's hier irgendwie. Wir haben doch in Kakariko haben wir so eine Kugel gesehen. Impa hat doch so eine Kugel. Vielleicht braucht man da so eine, die man da reinlegt. Und dann kommt da ein Schrein raus oder so. Ich weiß es nicht. So, Ladebildschirm. Ladebildschirm. Ja, auf jeden Fall scheinen wir da nichts machen zu können. Deswegen werden wir nochmal weggehen zum Akala-Institut. Ich schätze mal, ich werde mir jetzt antike Pfeile machen oder so. Da steht eine Fackel rum.
Moment, war ich? Ich war. Ah, doch, hier war ich schon. Ich dachte, hier gibt es vielleicht noch einen ersten Stockwerk. Aber so, hey, hier war ich ja noch gar nicht. Aber hier gibt es kein erstes Stockwerk. Haben die ein offenes Dach? Was machen die, wenn es regnet? Es fällt mir jetzt gerade erst auf. Hier oben ist einfach so. Einfach so eine Liege mit Krog. Ui, du hast mich entdeckt. Tschüssi. Hier oben ist einfach so eine Liege. Oh, wir haben heute Mittag nichts zu tun. Ich leg mich mal aufs Teleskop und genieße die Aussicht auf den Todesberg, der gerade wieder am Ausbrechen ist. Direkt um die Ecke. Kann mir auch Schöneres vorstellen. Ah, aber ich finde die Musik hier so geil. Link, würdest du bitte tun, was du tun sollst? Würdest du bitte tun? Ja, doch, das war grammatikalisch richtig. Ich war gerade. Ich war im Kopf nicht richtig. Also, ich bin prinzipiell ja im Kopf nicht richtig. Das sollte man mittlerweile wissen. So, Jerin schläft. Ich habe den Schein gemacht. Hast mich ungeschminkt gesehen? Da musst du sterben. Lass mich schlafen. Ich bin gerade so entspannt. Lass mich schlafen. Ich bin gerade so entspannt. Lass mich schlafen. Ich bin gerade so entspannt, habe ich gesagt. Ich glaube, sie will schlafen. Sie war gerade sehr entspannt. Mann, Frau, du wirkst überhaupt nicht entspannt auf mich. Habe ich mich jetzt echt diese kurze Strecke... Alter, faul Daru wieder am Berg. Einfach so eine 10-Meter-Strecke teleportiert. Alter, ich glaube, der Vergangenheits-Daru, das ist auch so ein Mensch. Er fährt eine Bushaltestelle mit dem Bus, weil er zu faul ist, 10 Minuten zu laufen. Alter, meine Güte. Nicht nachvollziehbar. So. Reitspazier, sei willkommen im Stall von Ostakala, dem Stall im östlichsten Teil der Welt. Übrigens, außen knackig, innen weich, ein bisschen und man strotzt nur so von Kraft. Solltest unbedingt mal ein Ostakala-Kloß, die Spezialität unseres Stalls, versuchen. Ja, bitte. Vielen Dank. Allerdings werden Ostakala-Klöße schnell schlecht. Wir werden nur frischste Zutaten verwenden. Du musst sie dann gleich hier essen, wenn das in Ordnung ist. Vielen Dank. Mach dann 10 Rubine. Danke für deinen Einkauf. Dann Augen auf und Mund zu. Nee, andersrum. Schön kauen und runterschlucken. Und? Lecker, oder? Hm? Merkwürdige Schrotzger, nicht vor Kraft. Beehre uns bald wieder. Abend, du hast Informationen über Kilton? Leg los. Er soll beim Dorf der Zoras und in Kakariko gesehen worden sein. Ich wüsste ja nur zu gern, warum man ihn immer nur nachts sieht. Dummerweise kann ich als Wache hier nicht weg. Ich will mir endlich ein genaues Bild davon machen. Ja, Kilton wirkt schon sehr seltsam. Wir können ihn ja mal suchen. Wenn er bei Kakariko gesehen wurde, dann können wir uns ja mal nach Kakariko hin teleportieren. Vielleicht ist er da ja. Wäre auf jeden Fall... ein Versuch wert, ne? Hölzerne Waffen kannst du anzünden und als Fackel verwenden. Ja, das haben wir ja, gerade gemacht. Was? Im Moment. Wenn man auf Erz schlägt, entstehen auch Funken. Das mit dem Feuerstein, weiß ich. Wenn man Holz auf den Boden legt und dann Feuersteine draufwirft und dann draufkloppt, dann gibt's Feuer. Aber wenn man Holz neben Erz legt... Guck mal, was ist denn da oben? Ist das etwa Kilton? Oh, und die Kakariko-Musik wieder. Hoffentlich... Ah, nee, wir haben erst 3 Uhr nachts. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass er vielleicht weg ist, bis wir da sind, aber... So, erstmal Zora-Rüstung anlegen, sonst werden wir... Ah, ist schon! Sonst werden wir elendig ertrinken, bevor wir bei Kilton sind. Das ist so cool, wie wir einfach den Wasserfall hochspringen können. Das Feature, das mir bei jedem Zelda gefehlt hat. Obwohl ich bei den anderen Zeldas nicht wusste, dass es mir fehlt. Monsterladen, nur nachts geöffnet. Hey, du bist es nur. Du hast mich erschreckt. Die Vorbereitungen für meinen Laden sind abgeschlossen. Es kann losgehen. Oh, eine Sache noch. Du kaufst zum ersten Mal in meinem Monsterladen ein. Neue Kunden sollten zuerst ihre Monstermaterialien in Money tauschen. Was ist Money?
Money ist eine Währung, die ich selbst erfunden habe und die nur in meinem Laden gültig ist. Hat bestimmt einen guten Wechselkurs. Du bringst mir Monstermaterialien und ich tausche sie gegen Money. Money wiederum kannst du bei mir für Monster-Accessoires ausgeben, die ich während meiner Forschungen entwerfe. Moment, ein Hinweis noch, wenn du auf Abenteuer gehst. Aber dich weiter in Monster-Accessoires, also komm immer mal wieder bei mir vorbei. Bitte tausch deine Monstermaterialien in Money. Vielen Dank, also, was möchtest du gegen Money tauschen? Was können wir denn gegen Money tauschen? Also hier die ganzen Bockblind-Dinger. Würde ich mal... Das ist schade. Moment, was... Achso, ich wollte erst gucken, was es so kostet, was das Zeug so kostet. Monstermaterialien kann man von besiegten Monstern, ja. Ich glaube, ich muss mir erst Währung tauschen, bevor ich sehe, was die Sachen kosten. Was kriege ich denn so? Bockblindherz. Kriege ich 10 Money für, wenn ich davon 10 hergebe? Kriege ich 100 Money. Gut Mathe gemacht. Dann Bockblindhauer. Ich würde sagen, so viel, bis ich noch 10 habe. Wann habe ich, glaube ich, gemacht? Ne, bis ich noch 20 habe. 170 Money. 170 Money. Ein Bockblindhorn. Ich glaube, ich mache bei allem, bis ich noch 20 davon habe. Ja, genau. 102 Money. Haben wir schon fast 400. 372 haben wir schon. Ah, guck mal, die antiken Sachen können wir auch gegen Money tauschen. Moblinhauer, 14 Stück. Nein, 20. Oho. Herr Daru, ganz spendabel. Moblinherzen. Oh, krieg ich 12 Stück für. Tatsächlich. 60 Money. Dann haben wir noch die Hörner. Hier ein Exalfosshorn. Gibt leider nur 5 Money. Warum? Ich hätte. Also, gerade bei denen hätte ich gedacht, die sind mehr wert, weil so ein Horn sieht halt schon verdammt cool aus. Kann man auch als Deko oder für Rüstungen benutzen. Ah, das wünsche ich mir ja in einem Zelda-DLC, dass man sich so selbst Rüstung machen kann, so Monster Hunter-Style, wisst ihr? Oh, dann. Ich meine, wenn man dann so noch so ein Exalfosshorn dann so an den Helmen auf beiden Seiten so ein Exalfosshorn dran hat. Oh, das. Vielen Dank! Das muss echt. Das stelle ich mir echt cool vor. Flederbeißerauge brauchen wir ja gar nicht. Da können wir alle genau wie bei den Flügeln hergeben. 750 Money haben wir schon. So, die Flügel auch alle. Genau. Sind 44. Ist nicht viel. Aber besser als nichts. Schleimgelee brauchen wir auch nicht. Gib ich auch mal alle her. Sind immerhin 72. Es ist besser als nichts. Es ist besser als nichts. Hinox-Fußnagel. Ja, ich glaube, die sind eh für nichts anderes gut. Kann man dann auch abgeben. Ich glaube tatsächlich, dass das wertvollste Teil, also das, was am meisten Money gibt, ist auch von dem Hinox. Octorok-Tentakel gibt 5 Money. Was gibt denn so ein... Die Fedora-Schuppe gibt 60. Ne, Farodra, nicht Fedora. Und 100 gibt der antike Reaktor, also der Riesenreaktorkern, aber den brauchen wir ja für die antike Rüstung. Gut, dann hau ich hier den Rest auch noch, komm, bis wir 10 haben. Ich wusste ja, dass ich das mache, bis wir 10 haben. Ich hatte es also nicht ganz falsch in Erinnerung, ne? Der Monsterladen ist nun geöffnet, für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. Ich würde gern mit Money einkaufen. Tadam! Ich habe ein neues Monster an das Accessoire entwickelt, und zwar den Scherzhammer. Ist eins der kleineren Monster im Weg? Boing, ein kleiner Hieb und es weg. Du musst nicht mehr kämpfen. Sehr praktisch, um kleine Nervenzellen loszuwerden. Im Moment hast du 995 Money. Ein Wischmob. Ein Wischmob. Dann gehe ich erstmal so in Schloss Hyrule rein. Bockblindmaske. What the fuck, und eine Moblinmaske. Gehe ich erstmal in Schloss Hyrule rein. Yo, Gen, hast hier ganz schön schmutzig werden lassen. Ich muss hier erstmal... Warte mal, wir kämpfen nachher. Ich muss hier erstmal durchputzen mit meinem Wischmob, den ich mir bei Kilton für Money gekauft habe. Genau so wird es ablaufen. Und Gendorf ist dann so... Oh, aber ich wollte eigentlich... Okay. Und dann lässt du dich Schloss Hyrule putzen.
Genau so wird es ablaufen und nicht anders. So, wir haben uns eine Moblin-Maske gekauft. Was erzähle ich denn da gerade im Hintergrund? Wahrscheinlich ist also... Es ist so, dass wenn wir die Maske aufhaben, kann ich ja ganz kurz erzählen, erkennen uns Moblins nicht mehr als Gegner, zumindest solange wir nicht zu nah an sie rangehen. Wenn wir nah an sie rangehen, merken sie, oh, das ist ja nur ein Kostüm. Bisschen, boah, haben wir uns aber verarschen lassen, dafür kriegt er jetzt aufs Maul. Und es gibt diese Masken eben von Bogblins, von Moblins, von, ich glaube, von Exalfos und von Leunen. Ich hab mich mittlerweile schon ein bisschen gespoilert, weil ich habe ja auch die Komplettlösung da vom Spiel. Und da wirft man halt auch mal einen Blick rein. So, ziehe ich die auch gleich mal an. Ich würde gerne wissen, wie die aussieht. Da habe ich schon mal den einen oder anderen Blick reingeworfen, auch eben, um die ganzen Easter Eggs mir mal durchzulesen, weil ich finde die ja eh nicht von mir aus, also viele Ortsnamen, woran die angelehnt sind und so. Da unten sind wieder die Wildpferde. Hyrule ist so schön. Wie geil müsste bitte ein Ocarina of Time in dieser Grafik sein? Und auch so, man müsste das Spiel halt ein bisschen anpassen, ne? Auch wegen den ganzen Mechaniken und so. Ich habe letztens wieder Wind Waker gespielt, Leute. Ich bin fast verrückt geworden, weil ich diesen Kackgleiter nicht habe. Geh weg. Ich bin fast verrückt geworden, wie oft ich da von irgendwelchen Rändern runtergesprungen bin und gleiten wollte. Da wirst du ganz bekloppt im Kopf. Das sind so Mechaniken. Also wenn Nintendo das wieder... Aber das gab's ja schon in Skyward Sword. Also wenn Nintendo auf die Idee kommt, Gleiter, nee, machen wir ins nächste Spiel nicht mehr rein, dann könnte das durchaus problematisch werden, weil dann würde ich vermutlich ziemlich hart verkacken. Ich glaube, hier mache ich an der Stelle sogar tatsächlich eine Pause. Deswegen würde ich auch sagen, mache ich jetzt auch nochmal eine kleine Pause. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.